Guten Abend und herzlich willkommen im Literarischen Kolloquium Berlin und auch an alle zu Hause im Livestream auf den Seiten vom LCB, vom Ausland und von unserem Medienpartner Jungle World. Wir freuen uns am heutigen letzten Abend der Reihe gegenüber, dass Natascha Strobel, Micha Prumlik und Margarete Stokowski unserer Einladung gefolgt sind und hier gemeinsam mit uns und Ihnen und auch der Moderatorin des heutigen Abends, Doris Akrab, über das Thema Europa zu diskutieren. Bevor ich aber jetzt sofort auch an Doris das Wort übergebe, die auch das Podium genauer vorstellen wird und ein bisschen die Struktur des Abends erklären wird, ist es noch an mir, Danke zu sagen, nämlich der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, die Reihe in den letzten zwei Jahren großzügig unterstützt hat und gleichzeitig natürlich auch an alle Referentinnen, die wir in den letzten zwei Jahren, es war eher 12 Monate durch die Pandemie, gehabt haben, an alle, die mitdiskutiert haben, an das Team vom LCB, vom Ausland und von der Jungle World. Genau, in diesem Sinne übergebe ich die Bühne an Doris Akrab und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich danke all den Veranstaltern, die das ermöglicht haben, dass wir heute hier sind. Vor allem natürlich der Jungle World. Als Herausgeberin der Jungle World darf ich das kurz nochmal sagen. Die Struktur des Abends, wenn ich sie richtig verstanden habe, ich bin ja hier auch nur sozusagen dazu gekauft, ist die, dass die drei Menschen, die Sie auf der Bühne dort sehen, Vorträge halten werden, nacheinander, jeweils so circa 10 bis 15 Minuten. Und sich dann wieder alle hier einfinden und wir dann darüber sprechen, was sie da so erzählt haben. Und das Thema des Abends ist Europa. Europa, tja, könnte ich sagen, wie finden wir das eigentlich? Wir finden das irgendwie gut, so gefühlt finden wir eigentlich gut, Europa gut, aber warum eigentlich noch? Was finden wir als Linke, die im Herzen dieser EU leben, eigentlich noch wichtig und erhaltenswert an diesem Projekt? Wo liegen Probleme in dieser Idee, an der Ausführung, wo liegt die Attraktivität, was kann und sollte Politik anders machen, was macht sie vielleicht auch total richtig, welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft, welche Rolle spielen die Medien, welche Rolle spielen die politischen Provokationen innerhalb der EU, aber auch an ihren Rändern und außerhalb der EU mit Rückwirkungen auf dieses Projekt, welche Rolle spielen all diese Sachen für die Zukunft dieser Gemeinschaft, ist sie eigentlich eine Gemeinschaft? Ist es eigentlich noch eine Gemeinschaft, von der wir reden sollten oder sollten wir nicht viel lieber wieder über Kapitalismus reden? Fragen, von denen wir sicher keine einzige ordentlich beantworten werden können heute Abend. Aber wir versuchen es mal ein bisschen anzudiskutieren, Meinungen auszutauschen, auch mit Ihnen. Sie sind herzlich dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen zu dem, was gesagt worden ist oder was Ihnen auf dem Herzen brennt, was Sie mit diesem Projekt Europa, es fühlt sich total bekloppt an zu sagen, Projekt Europa, das ist ja schon eine ganze Weile alt, begleitet uns eine ganze Weile und hat tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Leben, auch wenn man das so gefühlt immer alles so nach Brüssel abschiebt, aber da werden schon Sachen entschieden, die uns natürlich angehen. Also seien Sie, machen Sie sich locker an den Hüften nach den Vorträgen und stellen Sie Ihre Fragen. Das gilt auch für die Zuhörer und Zuschauer im Internet, weil diese Veranstaltung wird ja gestreamt. Und auch da können Sie Kommentare oder Fragen unter den jeweiligen Sachen, wo Sie da gerade sind, YouTube, Facebook, ich weiß gar nicht, wo das überall erscheint, stellen. Wir lesen das dann hier vor und versuchen das dann zu beantworten. Erstmal aber gibt es eben die Möglichkeit, diesen drei Menschen auf der Bühne zuzuhören. Das sind alles drei Leute, die nicht unbedingt, sagen wir mal, das sind, was in so Fernseh-Talkshow-Formaten als Experten für Europa, man würde sie nicht unbedingt dafür einladen. Sie sind jetzt nicht diejenigen, die sich mit Gesetzen, Regularien, Strukturen der EU ständig und jeden Tag auseinandersetzen, aber sie haben andere Qualitäten. Ich darf kurz vorstellen, ganz außen von mir aus gesehen, zumindest rechts, Margarete Stokowski. Sie hat Philosophie und Sozialwissenschaften in Berlin studiert und ist heute Kolumnistin bei Spiegel Online, was sie zuvor bei der Taz war, wo ich übrigens Redakteurin bin, um das auch kurz transparent zu machen. Ich sollte vorgestellt werden, aber macht ja nichts.
Margarete ist Autorin, Sie werden sie kennen von unzähligen Aufsätzen, Beiträgen in allerlei Publikationen, Zeitschriften und Zeitungen. Und sie hat 2 Bücher mittlerweile geschrieben, wenn ich mich, hoffe das noch richtig. Du bist so aktiv, dass ich gar nicht weiß, das erste Buch heißt Untenrum, das zweite Das Ende des Patriarchats. Ihr Schwerpunkt ist eigentlich, wenn man das so sagen kann, der Feminismus, zumindest so als grobe Richtung. Applaus, bitte. Natascha Strobel hatte den weitesten Anreiseweg heute Abend. Ich weiß, für Berliner, wie wir hier alle, ist auch Wannsee schon quasi Ausland. Dauert eine halbe Stunde mit dem Regionalexpress, das ist weit. Natascha Strobel kommt aber aus Wien angereist extra. Natascha Strobel hat Skandinavistik im norwegischen Bergen studiert und Politikwissenschaft in Wien. Sie forscht vor allem zur neuen Rechten und der identitären Bewegung. Wenn Sie auf Twitter sind, werden Sie sie kennen. Natascha Strobel ist dort sehr aktiv, sehr gefragt und sehr, tja, wie kann man das jetzt, diplomatisch kann man das gar nicht ausdrücken, aber auch sehr verhasst. In diesem Jahr ist Ihr Buch Radikalisierter Konservatismus bei Suhrkamp erschienen. Große Aufmerksamkeit gesorgt, dieser Band. Und sie ist, wie Margarete auch, Autorin, Publizistin aller Medien, die man so kennt, von Taz bis Standard. Ich weiß nicht, ob Margarete schon mal im Standard publiziert hat, aber wahrscheinlich auch die österreichische Tageszeitung. Natascha Strobel ist vor allem, sagen wir mal, Leib- und Magenthema, ist weniger, auch weniger die EU, sondern die Rechtsradikalen und wird auch dafür oft als Expertin eingeschaltet, tatsächlich in verschiedenen Fernsehsendungen und Magazinen und Publikationen. Applaus für Natascha Strobel. Wir haben ja heute 3 Schwerkaliber. Die Vorstellung ist meistens natürlich sind total unterverkauft. Micha Brumling muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man es wirklich versucht, dauert es wahnsinnig lang, weil er hat naturgemäß, er ist einfach ein bisschen älter als die beiden Frauen, ein wenig mehr aufzubieten. Aber ich mache es, versuche es kurz zu machen. Micha Brumling ist Philosoph, langjähriger Professor für Erziehungswissenschaften in Frankfurt gewesen. Dort hat er das Fritz-Bauer-Institut geleitet zur Geschichte und Wirkung des Holocaust und heute Senior Advisor am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien in Berlin-Brandenburg. Auch er hat natürlich Bücher geschrieben, so viele, dass man die nicht aufzählen kann. Vielleicht das letzte, weil es gerade dieses Jahr erschienen ist, den Band Postkolonialer Antisemitismus, Achille Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung und andere Aufreger. Das soll es mal gewesen sein zu Micha Brumling. Einen herzlichen Applaus. Das war es jetzt erstmal. Jetzt werde die Reihenfolge kennt ihr, wissen Sie, wer wann spricht? Okay, dann ist das jetzt sozusagen hier abgegeben an die Vortragenden. Hören Sie zu, überlegen Sie sich Ihre Fragen und wir hören uns dann später wieder. Dankeschön. Weiß ich gar nicht. Könnt ihr euch aussuchen? Also auf meinem Zettel steht zuerst kommt Margarete. Bitte mal ans Podest. Ich liebe Stehpulte, weil sie sind natürlich überhaupt nicht für Leute meiner Größe gemacht, sondern für Männer. Ja, ich habe meinem Vortrag keine Überschrift gegeben wie die anderen beiden. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich die anderen beiden bekommen habe. Ich sag mal, Quo Vadis, Cui Bono, Europa. Mein Verhältnis zu Europa kann man wahrscheinlich am besten durch die Tatsache beschreiben, dass ich schon mal gegoogelt habe, ob man einen Nobelpreis eigentlich zurückgeben kann. Dass die EU im Jahr 2012 den Friedensnobelpreis bekommen hat, war damals schon merkwürdig. Heute ist es ein schlechter Witz. Wäre die EU eine einzelne Person und man bekäme mit, wie diese Person jahrelang vor ihrer Haustür Menschen ertrinken und erfrieren lässt, obwohl sie ihnen helfen könnte, würde man sie zu Recht kritisieren. Der Vergleich hinkt, weil es kein Menschenrecht darauf gibt, zu jemandem nach Hause zu kommen, wohl aber eins auf Asyl. Europa funktioniert auf 3 Arten schlecht. Nach außen, nach innen und in Bezug auf den Rest der Welt. Oder eigentlich auf 4 Arten, denn die 4. ist die Tatsache, wie wenig das die Leute juckt. Erster Punkt, außen. Wie gut funktioniert ein System, das die Leute sterben lässt, anstatt sie zu retten?
Rhetorische Frage. Es ist eine europäische Tradition. Alle paar Monate oder Jahre gibt es immer mal ein neues, bewegendes oder aufrüttelndes Foto von einem ertrunkenen Kind, einem abgebrannten Lager, einem überfüllten Boot, von eingeschneiten Menschen an der Grenze. Dann die Reaktion, dass sich jetzt etwas ändern müsse und dann die Tatsache, dass sich nichts ändert. Europa schottet sich ab, als gäbe es kein Menschenrecht auf Asyl. Wofür war nochmal der Nobelpreis? Die EU habe, Zitat jetzt, über mehr als 6 Jahrzehnte zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen. So hieß es in der Begründung des Nobelkomitees. Damals war ein gewisser, man weiß nicht, wer sich noch erinnert, Martin Schulz, EU-Parlamentspräsident. Er sagte damals, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage bleibt die Europäische Union ein Magnet für Stabilität, Wohlstand und Demokratie. Ein Magnet für was? Dieser Satz findet sich immer noch auf der Webseite des EU-Parlaments, als wäre er nicht vollständig hohl, wie etwas, was jemand sagt, der mitten in einer Prüfung einen Blackout hat. Warum klingt es oft so nichtssagend, wenn PolitikerInnen über Europa reden? Ein Magnet für Stabilität. Vor allem ist Europa mit seinen vielen Versprechen ein Magnet für Leute, die auf der Flucht sind, wenn man mal bei diesem eigenartigen Magnetenbild bleiben will. Aber die EU lässt diese Menschen allzu oft elendig verrecken. An den Grenzen Europas werden immer wieder zivilgesellschaftliche Rettungsaktionen kriminalisiert, Menschen in Lagern zusammengepfercht, mit brutaler Gewalt zurückgedrängt, die Pressefreiheit ignoriert und der Tod unschuldiger Menschen in Kauf genommen. An ihrem ersten Tag im Amt erklärte die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex und Hilfsorganisationen Zugang zum Grenzgebiet der EU mit Belarus bekommen müssten. Es sei skandalös und menschenverachtend, was der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko mache. Soweit richtig. Lukaschenko nutze die Not der Menschen, um Politik nach innen zu machen. Zitat, das ist wirklich furchtbar. Ja, das ist soweit auch richtig. Aber genauso furchtbar ist es, dass Europa das mit sich machen lässt, anstatt die Leute aufzunehmen. Und das, während es immer wieder Meldungen darüber gibt, dass wieder jemand an dieser Grenze gestorben ist, bei Temperaturen unter 0 Grad. Außerdem sterben immer noch Menschen im Mittelmeer auf der Flucht nach Europa. Im Schnitt mindestens 5 pro Tag. Zumindest ist das die Zahl, die man beim Statistischen Bundesamt findet, wenn man sich das alles in Balkendiagrammen angucken kann. Ordentlich aufgearbeitet und von Europa im Großen und Ganzen ignoriert. So viel zum ersten Punkt, Europa funktioniert nach außen nicht. Zweiter Punkt, innen. Europa funktioniert nicht nur an seinen Außengrenzen schlecht, es funktioniert auch innen schlecht. Die EU schaut dabei zu, wie rechtsextreme, nationalistische Tendenzen in zahlreichen Mitgliedstaaten sich verschärfen und sie schafft es nicht, das Abrutschen einzelner Staaten in eine komplette Dystopie zu verhindern, siehe unter anderem Ungarn und Polen. Beispiel Polen. Polen ist, was die Pressefreiheit, die Rechte von queeren Menschen und Frauenrechte betrifft, zunehmend am Arsch. Was die Unabhängigkeit der Justiz betrifft, dito. Es ist nicht so, dass Europa sich dazu nicht äußert. Es gibt konstanten Streit, aber das ändert wenig an der konkreten Lage der Menschen dort. Erst in diesem Fall der gestorbenen Frau war es so. Die 30-jährige Isabella war in der 22. Schwangerschaftswoche, als sich zeigte, dass ihr Fötus keine Überlebenschancen hat. Die Ärzte warteten, bis der Fötus selbst starb, statt ihn zu entfernen. In Nachrichten an ihre Mutter schrieb Isabella, das Kind wiegt 485 Gramm. Dank des Abtreibungsgesetzes muss ich erst mal liegen bleiben und ich kann nichts tun. Sie warten, bis es stirbt oder etwas anfängt, also das heißt, bis eine Geburt anfängt, und wenn nicht, kann ich mit einer Sepsis rechnen. Kurze Zeit später war sie tot. Isabella starb an einem septischen Schock auf dem Weg in den Operationssaal, wo der tote Fötus aus ihrem Uterus entfernt werden sollte. Die zuständigen Ärzte sind dann zwar suspendiert worden, die Staatsanwaltschaft ermittelt, denn bei akuter Lebensgefahr für die Schwangere müssen Ärzte auch in Polen eigentlich handeln, aber das kann nichts daran ändern, dass Polen zu einem Land geworden ist, in dem eine Schwangerschaft für die Schwangere lebensbedrohlich werden kann. Im Fall der LGBTIQ-Feindlichkeit der polnischen Regierung und der Kirche gibt es zwar immer wieder auch Streit mit der EU, in Polen gibt es diverse Regionen, die sich zu LGBT-freien Zonen erklärt haben. Und
In diesem Zusammenhang finden über 90 Städte und Gemeinden, es gibt so etwas wie eine LGBT-Ideologie, die Kinder und Familien bedroht. Vor kurzem drohte die EU dann mit einer Kürzung von finanziellen Mitteln, woraufhin die polnische Regierung dann die Behörden aufforderte, in ein paar Regionen ihre queerfeindliche Propaganda zurückzuschrauben. Also sprich, einfach nur ihre Unterschrift zurückzuziehen zu diesen Papieren. Finanzieller Druck funktioniert in dieser Hinsicht, bringt aber nur begrenzt was, wenn PolitikerInnen und Geistliche weiterhetzen. In Polen ist es normal, wenn der Erzbischof von Krakau von einer, Zitat, neuen neomarxistischen Seuche in den Farben des Regenbogens spricht und damit queere Menschen zur Gefahr erklärt. Die EU hat nicht genug in der Hand, um solche Entwicklungen, die offensichtlich menschenrechtswidrig sind, aufzuhalten. Dritter Punkt, Rest der Welt. Europa funktioniert schlecht in Bezug auf den Rest der Welt. In der Pandemie konnte und kann man sehen, dass es nicht läuft, wenn in Europa geimpft wird und in den Ländern des globalen Südens nicht. Es gibt zahlreiche Forderungen nach einer Freigabe der Impfstoffpatente. Innerhalb der EU wird darüber gestritten, sterben völlig unnötigerweise Menschen, weil geistiges Eigentum, Innovationen, Investitionen, bla bla. Die EU verweigert ärmeren Ländern die Möglichkeit, Impfstoffe herzustellen. Erinnert sich noch jemand an, wir werden Angela Merkel noch vermissen? Merkel war als Kanzlerin maßgeblich daran beteiligt, die Freigabe der Patente zu verhindern. Es gibt zahlreiche ExpertInnen, die sich für eine Freigabe der Patente aussprechen, aber Europa sind die Interessen der Pharmakonzerne wichtiger als die Möglichkeit, Menschenleben zu retten und die Pandemie möglichst schnell zu beenden. Die Welt bräuchte eine solidarische, globale Impfkampagne, um die Pandemie zu beenden. Stattdessen sorgen sich zu viele PolitikerInnen um die Profite einzelner Firmen. Das ist tödlich und peinlich. Ihre Argumente wurden schon vielfach widerlegt, sei es die Idee, dass die Herstellung der Impfstoffe zu kompliziert sei oder dass unbegrenzte Profite als Anreize für Forschung und Entwicklung notwendig seien. Niemand spricht davon, dass die entsprechenden Unternehmen keine Profite mehr machen sollen. Oder dass die EU ja schon so viel Impfstoff exportiert. Ja, aber halt offensichtlich nicht genug. Vierter Punkt, es juckt keinen. Klar, keinen ist übertrieben. Natürlich wird die EU und ihre Politik fortwährend kritisiert. Aber insgesamt betrachtet interessiert Europapolitik die Leute weniger als Bundes- oder Landespolitik. Im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen bei knapp 51%. In Deutschland bei gut 61% im Vergleich zu rund 76% bei den letzten beiden Bundestagswahlen. Ich nehme mich aus diesem Desinteresse gar nicht so sehr raus. Wählen tue ich jedes Mal, ja, aber es ist so, ich halte mich für politisch einigermaßen interessiert und gebildet und ich könnte aus dem Stand keine 10 Abgeordneten aus dem EU-Parlament nennen. Und das liegt nicht allein daran, dass ich mir so schlecht Namen merken kann. Wenn ich die deutschen Europaabgeordneten durchklicke, denke ich bei den meisten, nie gehört. Klar kennt man auch nicht alle Bundestagsabgeordneten, aber die allermeisten Leute könnten wahrscheinlich 5 aus jeder Partei aufzählen. Gut, aus der FDP vielleicht nicht, aber aus den meisten anderen Parteien. Jedenfalls mehr als beim Europaparlament. Ich würde mal behaupten, die meisten Leute in Europa kriegen überhaupt nur mit, dass es die EU gibt, wenn sie erstens in Euro zahlen, zweitens an der Grenze nicht kontrolliert werden und drittens telefonieren im Ausland nicht mehr so teuer ist wie früher. Man kann überall easy Geld abheben und braucht keinen Reisepass. Das ist praktisch. Aber wenn Europa für ganz normale Menschen mehr sein sollte als eine Reise- und Shoppinggemeinschaft, müssten Leute sich auch für den Rest interessieren und mehr Forderungen stellen und weniger das Gefühl haben, die EU ist dieses bürokratische Ding, das die Norm für die Gurken im Supermarkt macht. Forderungen wie zum Beispiel, dass die sogenannten europäischen Werte auch durchgesetzt werden, wo christlich-fundamentalistische, rechtspopulistische bis rechtsextreme und reaktionäre Regierungen Minderheiten quälen oder an den Grenzen, an denen Menschen sterben. Dass die EU in den genannten Punkten schlecht funktioniert, heißt für mich nicht, dass man sie abschaffen sollte. Es gibt Linke und Rechte, die die Auflösung der EU bzw. Deutschlands Austritt daraus fordern. Das halte ich für Quatsch, denn alle genannten Punkte würden ohne EU wesentlich schlimmer werden. Autoritäre Regierungen könnten schlechter kontrolliert werden, die Situationen an den Grenzen würden noch abhängiger von den jeweiligen Ländern, jede Art von Grenzübertritt, ob zwecks Reise oder Migration oder Flucht, würde schwieriger
oder zwecks Austausch von Corona-IntensivpatientInnen. Das kann man nicht wollen. Ich habe keine pragmatische Lösung, außer die auf der Hand liegende, dass jede Politik, die kapitalistische Profite über Leben setzt, jede Politik, die Flucht kriminalisiert und Asyl erschwert, jede Politik, die Minderheitenschutz lieber symbolisch als ernsthaft betreibt, abgewählt gehört. Aber das gilt natürlich sowieso und überall. Dankeschön. Es wird nicht fröhlicher werden mit meinem Vortrag, aber vielleicht in der Diskussion. Mein Vortrag trägt den Titel Europa Nostrum. Europa als Friedensprojekt, Europa als Wohlstandsgarant, Europa als Antinationalismus. Die Idee eines vereinten Europas dient, neben der konkreten Verflechtung der Wirtschaftsmärkte, als Projektion für das Gute. Europa wird zum Gegenstück für all das, was schlecht ist, an staatlichem Nationalismus. Die Ratio dahinter, wenn man die eigene Lebenswelt, aber hier vor allem die eigene wirtschaftliche Existenz, nur auf eine immer höhere Ebene hebt, dann erkennt man den Pluralismus der Welt und man kann gar nicht mehr in den begrenzten und kleingeistigen Chauvinismus zurückfallen, den nur die engen Vorstellungen eines Nationalstaats bieten. Das ist eine liberale Vorstellung, das ist ein liberaler Irrtum. Diese Vorstellung verortet Rechtsextremismus und Faschismus allein auf der Ebene des Nationalstaats. Überwindet man diesen zugunsten von Europa, dann ist man per Definition davor gefeit, in diese Denkmuster und Ideologien zurückzufallen. Wenn man nur mehr Europa hat, dann hat man gleichzeitig weniger Faschismus. Ein naiver Trugschluss. Faschismus ist eine Ideologie der Ungleichheit und einer damit verbundenen Ungleichwertigkeit von Menschen und Menschengruppen. Faschisten und Faschistinnen sehen einer als natürlich konstruierten Ungleichheit von Menschen die Stärke einer Gruppe. Diese Gruppe ist schicksalshaft miteinander verbunden und sowohl an ihrer Blutlinie als auch an ihrer Grenzziehung gebunden. Sie nennen es Volk. Das wichtigste Moment ist hier die Idee eines gemeinsamen Schicksals. Dieses quasi religiös begründete Schicksal schweißt über Zeit und Raum zusammen. Diese Schicksalshaftigkeit verpflichtet qua Existenz dazu, das Volk und die Nation zur Größe zu bringen und sich als Individuum dieser Aufgabe unterzuordnen. Diese Größe ist nicht nur ein Zukunftsprojekt, sondern liegt in einer gleichsam mystischen wie fiktiven Vergangenheit begründet. Nicht zuletzt deswegen definiert Roger Griffin Faschismus in der kurzestmöglichen Definition als palingenetischen Ultranationalismus. Die Idee einer glorreichen Vergangenheit, die das Ideal für die Zukunft bietet, impliziert eine düstere Gegenwart, in der das eine schon lang nicht mehr und das andere noch nicht da ist. Julius Evola, der einflussreiche italienische faschistische Theoretiker, nannte diese Zeit in Anlehnung an hinduistische Glaubensvorstellungen das Kali-Yuga. Er zeichnete in seinem Buch Rivolta contro il mondo moderno, also Revolte gegen die moderne Welt, das Bild einer düsteren Gegenwart, die sich in Dekadenz, Materialismus und Eitelkeit ergeht. Eine Welt, die ihren Sinn für gemeinsame Größe und gemeinsames Schicksal verloren hat. Erst wenn aus Gesellschaft Volk wird, kann dieses Schicksal angenommen werden. Um aus Gesellschaft Volk zu machen, müssen all jene Teile, die zwar zur Gesellschaft, aber nicht zum Volk gehören, entfernt werden. Und zum Volk im faschistischen Sinne zählen in einer modernen Gesellschaft sehr viele nicht dazu. Das beginnt bei politischen Gegnerinnen, die vorrangig links stehen. Dazu zählen Sozialistinnen und Kommunistinnen, aber auch alle überzeugten Parlamentarierinnen. Das Parlament ist im faschistischen Denken das Sinnbild einer volkszusetzenden Institution, da es immer nur Partikularinteressen, nie aber den gemeinsamen schicksalshaften Willen des Volkes abbilden kann. Zum Volk gehören aber auch, können auch all jene Gruppen nicht dazu, die im biologistischen Natürlichkeitsfetisch des Faschismus ausgeschlossen sind. Das sind vor allem Juden und Jüdinnen, die in der europäischen Geschichte die prototypischen anderen sind, die nicht dazugehören. Das sind in der rassistischen Komplementärideologie zum Antisemitismus, aber auch Sinti und Roma, Muslime, schwarze Menschen
und je nach faschistischer Spielart alle anderen Menschen, die nicht als weiß gesehen werden. Es sind aber auch Menschen, die das Volk aufgrund von Krankheiten, Behinderungen oder Süchten schwächen würden und deswegen ausgeschlossen sind. Des Weiteren sind es Menschen, deren Sexualität oder Beziehungsmodelle nicht der traditionellen Moral und biopolitischen Vorstellungen entsprechen. Und Menschen, deren Arbeit oder genereller Lebenswandel nicht im Einklang mit völkischen Idealen steht. Es zeigt sich also, dass eigentlich mehr Gruppen aus- als eingeschlossen werden. Die Transformation einer modernen, pluralen und offenen Gesellschaft zu einem faschistischen Volk kann dementsprechend nur über ein gewaltiges Blutvergießen erzwungen werden. Ingrid Strobel bemerkt in Anna und das Anderle, dass Antisemitismus schon immer eine Obsession mit Blut hatte. Das Blut, das ausgesaugt und verunreinigt wird und das dementsprechend bewahrt und beschützt werden muss. Hier liegen die Wurzeln des völkischen Denkens, das später ein faschistisches Denken werden sollte. Nachdem das Volk hergestellt und definiert ist, stellt sich für Faschistinnen nun die Frage nach dem Lebensraum dieses Volkes. Das ist physisch ein wie auch immer mystisch aufgeladenes Stück Land. Ideell ist es die Nation. Volk und Nation sollen möglichst deckungsgleich sein. Falls Sie sich gefragt haben, warum ich Ihnen nun minutenlang Faschismus hinunterdekliniert habe, hier kommt nun Europa ins Spiel. Mein Argument ist, dass es fahrlässig und falsch wäre, Europa per se als Gegensatz zur Nation zu sehen. Wer glaubt, man könne Rechtsextremismus oder gar Faschismus mit einem schnell und groß dahingesagten Europa den Chaos machen, der irrt. Die Anti-EU-Haltung extrem rechter Parteien ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass es eine reichhaltige Tradition faschistischer Europakonzeptionen gibt. Europa und Faschismus sind nicht das Gegensatzpaar, das wir suchen. Oswald Mosleys Idee einer faschistischen europäischen Nation prägt bis heute weite Teile der außerparlamentarischen Rechte. Mosley skizziert in Europe a Nation, Nation Europa, eine komplett integrierte europäische Nation, die geografisch so weit reichen sollte, wie es nur irgendwie ginge. Nach innen zeichnet sie sich aber durch die zuvor skizzierten Ausschlussmechanismen, insbesondere durch den rabiaten Antisemitismus und antischwarzen Rassismus aus. Die Idee dahinter ist nicht nur eine ideelle, sondern eine geopolitisch-strategische. Europa als einheitlicher politischer Block soll nicht zerrieben werden zwischen den verhassten USA und der nicht minder verhassten Sowjetunion. Die ständige kulturell-existenzielle Bedrohung, gegen die man sich verteidigen muss, ist ein Kernelement faschistischen Denkens. Geografische Grenzen bekommen so Symbolfunktion in der Überlebensfrage des Volkes an sich. Menschen, die nicht dazugehören, müssen draußen bleiben, müssen ferngehalten werden, weil sie nicht nur individuell Menschen sind, sondern Agenten oder gar Kombattanten einer feindlichen Kultur, eines fremden Volkes, das die Integrität des durch geografisch wie biologistische Grenzen geschützten autochthonen Volkes bedroht. Es ist die Übertragung des völkischen faschistischen Nationalstaats auf einen geografisch höheren Raum. Dabei vollzieht Mosley keine reine Skalierungsübung, sondern begründet auch nach völkischen Gesichtspunkten, warum Skandinavierinnen, Deutsche, Franzosen, Französinnen, Engländerinnen und so weiter ohnehin quasi einen gemeinsamen Kulturraum darstellen. Italien, Spanien und Griechenland werden da in abendländischer Tradition auch noch eingefasst, auch wenn mehrere hundert oder sogar tausende Kilometer und viele mittlere und kleinere Länder dazwischen liegen. Die heutigen Faschistinnen brauchen da schon ein wenig mehr Mühe, um die eigenen Kameradinnen für etwa die Frage, ob Südtirol Italien ist oder nicht, Die heutigen Faschistinnen brauchen da schon ein wenig mehr Mühe, um die eigenen Kameradinnen, für die die Frage, ob Südtirol Italien ist oder nicht, eine Überlebensfrage bedeutet, von der Idee eines einzigen europäischen Kulturraums zu überzeugen, der mehr gemeinsam hat als ihn trennt. In den 60er Jahren entwickelt der wichtigste Theoretiker der Nouvelle Droite, die Neue Rechte, das Konzept des Ethnopluralismus, um dieses Denken theoretisch einzufassen. Alain de Benoist zeichnete, inspiriert durch Mosley, einen europäischen Kulturraum, der nicht nur das Recht, sondern den schicksalshaften kulturellen Imperativ hat, zu Größe zu gelangen. Eine florierende, große, abendländische, europäische Kultur,
die nicht vom schwierigen Klein-Klein der Nachkriegszeit geprägt war, sondern Glanz und Gloria versprach. Benoists Ethnopluralismus sprach dieses Recht und diesen Imperativ auch allen anderen Kulturräumen zu. Keiner sollte den anderen dominieren, aber ebenso wenig sollten sich diese miteinander vermischen. Der völkische Reinheitsgedanke findet sich im Ethnopluralismus wieder und sein Imperialismus wird durch die Idealvorstellung eines weltweiten Apartheidsstaats ergänzt. Faschistisch bleibt das Denken und die Theorie aber allemal. Auch wenn sie im neuen Gewand und ohne den diskreditierten Rassebegriff des Nationalsozialismus auskommt. In dieser Vorstellung liegt aber auch die Möglichkeit eines faschistischen Europas begründet und sie rettet diese Utopie ins Nachkriegseuropa. Dort findet sie in der extremen Rechten spätestens ab Anfang der 2000er Jahre wieder begeistert Zustimmung. Während extrem rechte Parteien gedanklich in den 90ern stehen und gegen EU und Euro und oft synonym gegen Europa und für den Nationalstaat agitieren, so erleben die jungen Aktivistinnen der außerparlamentarischen extremen Rechten das vereinte Realität. Statt nicht zu gewinnende Kämpfe über nationale Grenzziehungen zu führen, stürzen sie sich in die Verteidigung Europas. Damit besitzen sie einen leidenschaftlichen Europabegriff. Theoretisch knüpfen sie an Evola, Mosley und de Benoist an, aber viel mehr noch geht es um den Rausch der Emotion und der Tat. Die ständige Bedrohung von außen und innen spielt auch hier eine zentrale Bedeutung. Europa muss verteidigt werden. Dabei geht es um die völkisch-kulturelle Idee Europas und ganz konkret auch um dessen physische Grenzen. Diese Grenzen beginnen im Meer. Die Identitären charteten 2016 ein Schiff, um unter dem Slogan Defend Europe genau diese Vorstellung ganz praktisch umzusetzen. Mit Verteidigung war hier das Abdrängen von Booten mit geflüchteten Menschen und das Patrouillieren im Mittelmeer gemeint. Selbstverteidigung als Aggressionsakt gegen Schwächere. Alle natürlichen Orte sind Teil pathosgeladener faschistischer Symbolaufladung. Der Wald, die Berge und eben auch das Meer. Gabriele D'Annunzio machte das Mare Nostrum für faschistische Agitation brauchbar. Europas und Italiens Identität wird am Mittelmeer verteidigt. Mussolini und der italienische Faschismus übernahmen diese Propaganda rund ums Mittelmeer bereitwillig. Defend Europe und Mare Nostrum verbindet dieselbe Geisteshaltung. Ein vermeintlich reines Europa muss bewahrt werden und in seiner kulturellen und ethnischen Integrität verteidigt werden. Es reicht also nicht, Europa als selbsterklärendes Antidot gegen einen widerstarkenden Rechtsextremismus und Neofaschismus zu stellen. Europa ist Teil ihrer Propaganda. Mehr noch, es wurde zum Fluchtpunkt des zeitgenössischen Faschismus von Spanien bis Polen und von Schweden bis Griechenland. Defend Europe und den Austausch eines vermeintlich gewachsenen europäischen Volkes verhindern, sind die Losungen, auf die sich fast alle einigen können. Europa ist also kein rein rhetorischer Selbstläufer für das Gute. Ein solidarisches, demokratisches, inklusives und egalitäres Europa muss genauso erst definiert werden. Darum muss aber auch real gerungen werden. Europa reicht nicht alleine als Ideal. Dieses Ideal haben Faschisten auch. Ideelle Abgrenzung bei gleichzeitiger Schärfung der eigenen Vorstellung tut Not. Denn unser Europa ist nicht Ihr Europa und Ihr Europa ist nicht unser Europa. Bitte? Das wäre ganz gut, ja. Ich kriege noch etwas Licht. Ja. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, also mein Vortrag heißt Europa, Ort der Ankunft und des Neubeginns. Im Nachwort zur deutschen Ausgabe, Ihr Buch Philosophie der Migration
wurde während der Migrationskrise des Jahres 2015 geschrieben, plädiert die Philosophin Donatella di Cesare für eine Transformation des europäischen Gedankens. Und das nicht nur, und nun zitiere ich, weil sich die geoökonomischen und geopolitischen Bedingungen geändert haben, sondern weil jenes Projekt im Namen der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und der Gastfreundschaft neu zu lancieren und zu aktualisieren ist. Und das führt mich zu weiteren Denkenden, zu Immanuel Kant und Hannah Arendt. In gewisser Weise kann, wenn auch eingeschränkt, Immanuel Kant als Vordenker eines Weltbürgerrechts, das ja auch für Europa zu gelten hätte, gesehen werden. Gleichwohl bleibt die Frage, ob überhaupt und wenn ja, wie sich Kant zur europäischen Landnahme in Übersee, also zu dem, was heute als Kolonialismus bezeichnet wird, gestellt hat. In einem seiner Alterswerke, der Schrift zum ewigen Frieden von 1791, sprach Kant sich klar gegen alle Formen der Landnahme aus, votierte aber gleichwohl für ein Hospitalitätsrecht. Und nun zitiere ich, welches aber, das ist die Befugnis der fremden Ankömmlinge, sich nicht weiter erstreckt als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen. Kant, ein früher Antikolonialist, geht in diesem Zusammenhang mit dem sogenannten gesitteten, handeltreibenden Staaten Europas streng ins Gericht, gehe doch, und ich zitiere wieder, die Ungerechtigkeit, die sie in den Besuchen fremder Länder und Völker beweisen, bis zum Erschrecken weit. Soweit Kant. Nicht anders Jahrhunderte später die Philosophin Hannah Arendt, die schon in frühen Schriften den Kolonialismus kritisiert hat. Indes Hannah Arendt musste am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, Flüchtling zu sein, und die daher einer ihrer ersten bahnbrechenden Aufsätze Wir Flüchtlinge nannte. Die selbst vertriebene und geflohene Jüdin, die sie war, beschloss ihren Aufsatz so, Zitat, die von einem Land ins andere vertriebenen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker, wenn sie ihre Identität aufrechterhalten. Zum ersten Mal gibt es keine separate jüdische Geschichte mehr. Sie ist verknüpft mit der Geschichte aller anderen Nationen. Und die Gemeinschaft der europäischen Völker zerbrach, als und weil sie den Ausschluss und die Verfolgung ihres schwächsten Mitglieds zuließ. Soweit also Arendt im Jahre 1943. Bei alledem ist das Wohnen wieder ein philosophisches Thema. Ein Thema, dem die genannte Philosophin di Cesare ihre Monographie gewidmet hat. Das Buch heißt Philosophie der Migration. Und nun, Menschen wohnen nicht nur, bevor sie wohnen, das heißt auf Dauer an einem Ort bleiben, wandern sie zu diesem Ort, leben sich dort ein und werden heimisch oder nicht. Man mag all diese Menschen sehr weit gefasst als Migranten bezeichnen. Hinter diesem sehr weiten Oberbegriff verbergen sich die Begriffe von Flüchtlingen, Exilanten, Emigranten, Remigranten sowie Reisenden, Nomaden und zuletzt sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Nicht zuletzt dieser letzte Begriff dient der Philosophin dazu, darzulegen, dass die Unterscheidung von Wirtschaftsflüchtlingen und politisch Verfolgten nicht mehr trägt. Impliziert doch diese Unterscheidung, dass die Verarmung ganzer Kontinente keine politischen Ursachen habe. Blickt man nun tiefer und untersucht diese Fragen philosophisch, so kommt man schnell auf den nicht nur von der frühen Philosophie Georg Simmels geprägten Begriff des Fremden,
sondern eben auf die oft genug verächtlich sogenannten Migranten, denen in der Gegenwart der heutigen Weltgesellschaft der seiner Sakralität beraubte Heimatlose entspricht. Zitat: Als nackter Überrest des Fremden, so die Cesare, hat der Migrant den Bezug auf das Anderswo verloren und findet deshalb auch keinen Zugang mehr zum Hier. Im beispiellosen globalen Kampf um einen Platz ist er deplatziert und ortlos. Seine schlichte Präsenz kann seine Existenz nicht rechtfertigen. Bei alledem geht es nun die Cesare gerade nicht, wie der neueren analytischen Philosophie, darum, Kriterien zu entwickeln, welche und wie viele Migranten gegebenenfalls in einem Territorialstaat aufgenommen werden können. Eine Frage, die soeben der analytische Philosoph Michael Blake in seiner beeindruckenden Studie zwischen Gerechtigkeit und Gnade, eine Ethik der Migrationspolitik, zu beantworten versuchte. Nein, ganz anders die Cesare. Im Rückgriff auf die Konzeption jener Kultur, die den Westen geformt haben, also die demokratische Verfasstheit des antiken Athen, die bürgerliche Verfassung des Imperium Romanum sowie die Wanderungserzählung des biblischen Israel seit Abraham, will sich schon in der Antike das Prinzip der Autochthonie nicht unumstritten war, mehr noch, dass sogar das römische Imperium in dieser Hinsicht progressiver war als das demokratische Athen. Vor allem aber, mit Blick auf die Ethik des antiken Israel, zumal des wandernden Abraham, kommt die Philosophin daher zu dem Schluss, dass eine Ethik des Wanderns und Wohnens Grundlage und Voraussetzung aller politischen Ethik ist. Von Platon und Aristoteles bis hin zu Immanuel Kants, ich erwähnte es, nicht widerspruchsfreien Überlegungen zu einem Weltbürgerrecht, das überdauernde Niederlassungen nicht vorsieht. Aus den biblischen Geschichten erwächst schließlich jenes Prinzip, das für die Cesare Grundlage aller Ethik sein sollte. Zitat aus dem Buch Exodus 23,9: Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Und daraus schließt sie, dass das Fremdsein keinen Gegensatz zum Wohnen darstellt, sondern beides dialektisch aufeinander verwiesen ist. Und ich darf sie noch einmal zitieren: Wenn der Fremde auch immer ein Wohnender ist, bleibt der Einwohner auch umgekehrt stets ein Fremder. Wohnen heißt, fremd zu bleiben. Die Anwesenheit des Wohnenden erscheint nie vollständig erfüllt. Sie bleibt im Grunde eine Abwesenheit. Soweit das Zitat. Und Europa? Nun, tatsächlich sind die mindestens westlichen europäischen Gesellschaften prägenden Religionen, Judentum und Christentum, sowie der Gedanke der Demokratie, alle in der von dem Philosophen Karl Jaspers, Hannah Arendts väterlichem Freund, sogenannten Achsenzeit entstanden. In diesem Fall zwischen dem 8. vorchristlichen und dem 3. nachchristlichen Jahrhundert. Wie angedeutet, ist also unsere, die europäische Kultur mit ihren Erzählungen und ihren Narrativen in jenen Regionen entstanden, die der US-amerikanische Soziologe Talcott Parsons als Saatbettgesellschaften der westlichen Lebensform bezeichnet hat. In den Städten, den Poleis des antiken Griechenland, im antiken Judäa und in Babylon sowie im römischen Imperium. Volkstümlich wird hier von den drei Hügeln gesprochen, auf denen Europa entstanden sei: der Akropolis, den sieben Hügeln Roms und dem Zion. Und entsprechend, ich nannte es, bezeichnete Parsons diese Gesellschaften als Saatbettkulturen des Westens. Aber wie wohnte es sich in Judäa, Hellas und Rom?
Nein, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich will darauf hinweisen, dass das menschliche Wohnen doch auch allemal Thema von Dichtung und Philosophie war, wovon etwa eine Zeile des deutschen, romantischen, wenn man so will, klassischen Dichters Hölderlins kündet. Er schrieb, dichterisch wohnet der Mensch. Und auch die deutsche Nachkriegsphilosophie war vom Wohnen umgetrieben. So fand etwa Theodor W. Adorno in seiner Schrift Jargon der Eigentlichkeit Martin Heideggers Überlegungen zu Bauen, Wohnen, Denken aus dem Jahr 1951 zynisch, solange noch Wohnungsnot in deutschen Städten herrschte, 1951. Auf jeden Fall erweitert die genannte Donatella di Cesare diese Frage global. Menschen wohnen nicht nur, bevor sie wohnen, das heißt auf bestimmte Dauer an einem Ort weilen, wandern sie zu diesem Ort und werden dort heimisch oder eben nicht. Und man kann diese Menschen weit gefasst als Migranten bezeichnen. Das habe ich erwähnt. Nun, unter diesen Umständen kann man noch einmal darauf hinweisen, dass die Migranten mit die Cesare heute die ihrer Sakralität beraubten Heimatlosen sind. Zitat, als nackter Überrest des Fremden, so die Cesare, hat der Migrant den Bezug auf das Anderswo verloren und findet deshalb auch keinen Zugang mehr zum Hier. Im beispiellosen globalen Kampf um einen Platz ist er deplatziert und ortlos. Seine schlichte Präsenz kann seine Existenz nicht rechtfertigen. Nun, der hebräischen Bibel entnimmt die Cesare, und ich komme zum Schluss, das Prinzip, das demnach Grundlage aller Ethik sein sollte. Ich habe es genannt. Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Und daraus schließt die Cesare, wenn der Fremde auch immer ein Wohnender ist, bleibt der Einwohner umgekehrt auch stets ein Fremder. Wohnen heißt, fremd zu sein. Sich das klarzumachen, führt mich zu dem Schluss, dass Europa, unser heutiges und künftiges Europa, ein Kontinent der Ankunft, der Gastfreundschaft für die Fremden werden sollte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das waren ja schon drei sehr unterschiedliche Vorträge. Vielleicht zusammengefasst, Europa versagt überall, wo man auch hinguckt. Die antinationalistischen demokratischen Kräfte haben kein Copyright auf Europa. Und zur Lösung des Aufenthaltsproblems zumindest, zur Lösung des sogenannten Flüchtlingsproblems, könnten wir eventuell auf Kants Idee der Weltbürgerschaft, des Weltbürgerrechts zurückgreifen und Einwohner oder Bewohner, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Migranten gleichsetzen. Vielleicht mal ganz vorab, weil das ja eine interaktive Veranstaltung sein soll, haben Sie aus dem Publikum Anmerkungen, die Ihnen oder Fragen, die Ihnen während der Vorträge schon aufgekommen sind, dann könnten Sie die jetzt vielleicht schon stellen. Oder gibt es im Internet Dinge, die gefragt werden? Nein, dann würde ich mal einfach anfangen, oder habt ihr, wollt ihr sofort auf irgendwas reagieren? Gar nicht. Dann würde ich tatsächlich Herrn Brumlik die erste Frage stellen.
Ich habe nicht alles verstanden, glaube ich, aber vielleicht fangen wir mal da an. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie, wenn Sie Hannah Arendt zitieren mit einem Zitat von 1943, dass Europa zerbrochen ist an der Frage der jüdischen Flüchtlinge, parallelisieren Sie das mit heute? Also es zerbricht Europa heute gerade an der sogenannten Flüchtlingsfrage? Also diese Institutionen, von denen wir in den Vorträgen gehört haben, die zerbrechen daran natürlich jetzt noch nicht. Was ich aber wohl glaube, ist, dass wenn man Arendts Gedanken auf die heutige Gegenwart bezieht, dass man diesem Europa, und das habe ich den Vorträgen meiner beiden Vorgängerinnen entnommen, nachweisen kann, dass dieses Europa seine Idee eigentlich verfehlt. Das sollte der Zweck dieses Hinweises sein. Frau Strobel, vielleicht an Sie da auch direkt die Nachfrage. Sehen Sie das auch so? Also ist Ihr Vortrag war so ein bisschen sozusagen weg von der konkreten Situation in Europa, aber sehen Sie das auch ähnlich wie auch Margarete? Wir duzen uns, deswegen wäre es jetzt albern, wenn ich sagen würde, Frau Stukowski. Also wenn Margarete Stukowski das in ihrem Vortrag ja auch sehr zentral gemacht hat. Ja, also ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass es eine Krise gibt. Nicht nur eine Krise, sondern verschiedene Krisen, mit denen die EU, wer ist denn die EU, ne? Also so fängt es eigentlich an, zu kämpfen hat. Aber dass diese Frage von ÖDs, sich über das Asylrecht hinwegzusetzen und nicht als passiver Gedanke, sondern aktiv etwas dazu tut, wie man ja bei diversen Frontex-Aktionen gesehen hat oder wie Margrethe Stokowski es auch dargestellt hat, aktuell an der Grenze. Da muss man sich ja fragen, was ist denn eigentlich noch die Idee der EU? Und gibt es diese Werte eigentlich? Oder war es immer nur diese Idee dieser wirtschaftlichen Integration? Und wenn es diese wirtschaftliche Integration gibt, dann können nicht zwei Nationen wie Frankreich und Deutschland hochrüsten und den nächsten Krieg anfangen. Dann ist es der Gedanke. Aber dann muss man noch so ehrlich sein und das aussprechen und sich nicht immer in diesem Pathos irgendwie ergehen. Dann sind wir eine Wirtschaftsgemeinschaft und that's it. Wenn man mehr sein möchte, dann versagt man auf kompletter Linie. Und es ist ja nicht nur die EU, sondern es sind ja auch die einzelnen Staaten. Es ist ja nicht so, dass da eine ganz große übergeordnete EU-Kommission sagt, wir machen das und alle Staaten sagen, oh nein, das wollten wir eigentlich nicht, aber jetzt müssen wir, sondern es gefällt ja den meisten Nationalstaaten und den meisten nationalen Regierungen auch ganz gut oder vielen. Sagen wir nicht den meisten, aber vielen gefällt es ja ganz gut, wie das dort gehandhabt wird. Und dann versagt man eben nicht nur als EU, sondern dann versagen auch die einzelnen europäischen Länder. Bevor du mir eine Frage stellst, würde ich direkt dazu sagen, ich finde, es zerbricht ja jetzt schon längst. Also nicht nur, dass Großbritannien schon raus ist und wir gerade uns quasi darauf vorbereiten, dass es demnächst eine weitere Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze geben wird. Ich meine, die Krim ist besetzt und Europa guckt sich das an und jetzt ist ab und zu mal in den Nachrichten, ja, Russland marschiert da auf, schickt da Truppen hin und so. Sie erwarten einen Angriff im Januar. Also ich würde sagen, es fällt jetzt schon vor unseren Augen auseinander, was da mal angedacht war. Jetzt sind wir zwar alle keine Super-Experten, aber um sozusagen zu versuchen, irgendwo anders hinzukommen, ich glaube, also man kann an verschiedenen Fällen, sei es innerhalb Kerneuropas oder auch an den sogenannten Anrainerstaaten, die dazu gehört, der lange rein wollte, nicht durfte und jetzt natürlich überhaupt keinen Bock mehr hat und auf ganz anderen Wegen, nämlich dem Weg der Erpressung, quasi an Europa gebunden ist oder vielmehr andersrum sich Europa an die Türkei gebunden hat. Die Flüchtlingsfrage ist eben eins dieser problematischen Sachen. Das, was du erzählst über Polen, dass es eine wahnsinnige antieuropäische Politik gibt oder ich würde eher sagen, ein Säbelrasseln gegen die EU, das finden wir in Ungarn schon seit einigen Jahren, das finden wir in Slowenien, das finden wir in Kroatien, man findet es in doch einigen Teilen
vielleicht ist es jetzt ganz falsch, ich glaube aber nicht Osteuropas auffällig. Österreich ist gut dabei. Österreich zählen wir natürlich von hier aus gesehen auch zu Osteuropa. Gemein, aber ist ein bisschen so. Tatsächlich aber vielleicht an Sie auch die Frage, also das, was Sie skizziert haben mit den sozusagen der faschistischen Übernahme der Idee Europas oder auch schon immer da seiende Idee Europa. Es gab mal diesen großen Begriff der Festung Europa, den Sie alle drei nicht in Ihrem Vortrag erwähnt haben, interessanterweise. Der changierte, ich glaube, die Nazis haben den benutzt, zu Beginn der EU in den 90er Jahren benutzt, als Bild eben schon stehend für die Abschottung Europas vor der Zuwanderung. Heute, ich weiß gar nicht, wer heute das benutzt, heute, doch, es passt vielleicht sogar, als Olaf Scholz, unser neuer Bundeskanzler, der deutsche Bundeskanzler, nach Frankreich zu Macron vor ein paar Tagen, war sehr auffällig zu hören, dass sie die ganze Zeit von der europäischen Souveränität gesprochen haben. So ein Begriffspaar, was man seltener gehört hat in den letzten Jahren, was sowas sein könnte vielleicht wie so eine Festung Europa. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich aufgrund von den, sagen wir mal, aufgrund von den rechten Tendenzen oder eher immer rechter werdenden Politiken, so verstehe ich sie ja jetzt schon alle, ne? Das zerfällt, sie können es nicht mehr zusammenhalten aufgrund der Werte, die sie verraten. Haben Sie das Gefühl, dass die Rechten eigentlich schon fast gewonnen haben und ihr europäisches Projekt so durchsetzen können, wie sie das wollen? Man darf ja nicht fatalistisch sein. Also Fatalismus ist immer was für gute Zeiten, ist nichts für schlechte Zeiten. Und deswegen nein, also entschieden ist noch gar nichts. Und man muss aber, man darf nicht glauben, dass alles Selbstläufer sind. Man muss auch um irgendwas mal kämpfen oder sich um irgendwas bemühen. Man muss es definieren. Man muss auch sagen, was man will. Denn zu sagen, man will Europa, ja, aber was denn? Was ist Europa? Will ich dass es keine Zölle gibt und dass die Unternehmen einen guten Wirtschaftsraum haben, oder glaube ich dann etwas Größeres, oder habe ich so eine liberale Vorstellung von, wenn wir alle Grenzen aufmachen, dann können sich die Individuen alle selbst verwirklichen in einem größeren Raum, oder habe ich eine solidarische Konzeption von Europa, und das sind alles sehr, oder gibt es eben auch eine faschistische Konzeption von Europa. Und wenn man ein solidarisches Europa will, sich um ein solidarisches Europa bemüht, dann muss man auch sagen, wie das funktionieren soll und wie diese Zusammenarbeit ausschauen soll und zu wessen Nutzen sie sein soll. Denn das, was du beschrieben hast in deinem Vortrag, das geht, glaube ich, allen so. Ich habe keinen Bezug, keine Ahnung. Ich weiß intellektuell, dass es wichtig ist, dass es diese ganzen Ebenen gibt, aber sie spielen in meinem Leben jetzt keine große Rolle. Jetzt, wenn es schon bei uns so ist, dann ist es ganz klar, dass das bei Leuten, die sich nicht 24 Stunden am Tag mit Politik beschäftigen, noch viel weiter weg ist. Und dass dann das Gefühl ist, man macht das ja eh nur, damit Amazon und die alle irgendwie einen größeren Starbucks keine Steuern zahlt und so weiter, dann spielt es genau denen in die Hände, die einerseits die Parteien, die auf den Nationalstaat zurück wollen, aber auch spielt denen in die Hände, die einen emotionalen Europabegriff haben. Aber dieser Europabegriff ist komplette Abschottung, und die schon da sind, Remigration, was ja nichts anderes heißt, als Leute gewaltsam zu entfernen aus Europa. Und da wird man nicht ankommen mit, wir haben hier ein Gesetz und wir haben jetzt Richtlinie XY, so gut das dann wahrscheinlich ist im Resultat. Aber der Unterschied ist einfach so ein großer. Und wenn man irgendwie vorgehen möchte gegen Rechtsextremismus, dann darf man, also es ist schlimm und das wissen wir, aber dann darf man nicht in dem verharren, sondern dann muss man noch irgendwas anderes anbieten, irgendein Gegenstück auch anbieten. Ja, also wenn denn jetzt alles so schlimm ist in Europa, warum schaffen wir es da nicht ab? Also warum halten wir denn eigentlich noch daran fest? Also ich finde es ja eben nicht so schlimm, und ich muss sagen, ich kann diesem Konflikt zwischen der EU und Polen sogar eher positive Aspekte abgewinnen. Ich finde es gut, dass es einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt. Ich finde es gut, dass die EU sich dafür einsetzt, dass ein Rechtsstaatsprinzip durchgesetzt wird.
Und insofern mag man jetzt von der polnischen Mehrheit oder der polnischen Mehrheiten, ich kenne mich da nicht so aus, halten, was man will. Noch ist es so, dass die EU immerhin an ihren eigenen Prinzipien festhält und die durchzukämpfen versucht. Das finde ich durchaus positiv. Und es käme darauf an, dass man das in Zukunft erweitert. Ja, bitte, gerne. Da stimme ich komplett zu. Die Sache ist nur, ist es nicht gleichzeitig Legitimation, dass Polen genau das machen kann als Teil dieser Gemeinschaft und so lange? Und es ist nicht nur Polen, es ist ja Ungarn, Slowenien, wir haben es, Slowakei, wir haben es mit Österreich auch gesehen, die ja jetzt in unserem Dreikanzler, ja, ist alles ein bisschen schwierig, aber nachdem es da ganz klare Hinwendungen gab, hin zu Orban sogar, von der ÖVP, nicht von der FPÖ. Also das Gute, was es ist, und gleichzeitig gibt es diese Legitimation dieser Gemeinschaft und dieses Netzwerk. Also es ist ja schwierig, das quasi nur als, es wird ja auch nicht durchgesetzt in dem Sinne, sondern es wird empfunden als du. Die Frage, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, wie diese Konflikte institutionell am Ende ausgehen werden. Aber so viel Dialektik muss sein, wo es überhaupt einen Konflikt gibt, kann es natürlich einen positiven, weitertreibenden Ausgang geben. Wolltest du was dazu sagen? Es gibt eine Wortmeldung. Verschiedenen Ebenen europäischer Institutionen und Definitionen, die vorherrschen. Ich wollte dazu sagen, dass, ja, ich sehe das auch positiv, dass es diesen Konflikt überhaupt gibt zwischen der EU und Polen. Ich sehe aber auch, dass während der Gerichtshof und oder die EU droht mit Kürzung von Mitteln, es einfach mit dem Land so dermaßen bergab geht. Also in Polen sind so viele Leute über politische Fragen zerstritten, noch krasser als in Deutschland, wo man schon sagen würde, okay, es gibt echt das, was jetzt immer als Spaltung und so bezüglich Impfgegnern und so hochgehalten wird, das ist ja schon seit Jahren irgendwie sehr präsent. Und in Polen ist das noch wesentlich krasser. Also man ist immer auf entweder der einen oder der anderen Seite, für oder gegen Europa, für oder gegen queere Menschen, Frauenrechte und so weiter. Das ist ein Riss, der zieht sich seit Jahren durch die Gesellschaft. Queere Menschen wandern aus, haben Angst. Pride wird verboten. Frauen wissen nicht, ob sie schwanger werden sollen unter diesen Bedingungen. Also es passiert die ganze Zeit. Dass dann mal irgendwelche Regionen mal zurücktreten von irgendwelchen Dingen, die sie unterschrieben haben und sagen, nein, wir sind natürlich keine LGBT-freie Zone und so, hat relativ wenig mit dem Elend zu tun, was da seit Jahren schon sehr präsent ist. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Ich bin froh, dass die EU überhaupt hinguckt und da ist und dass Polen noch in der EU ist, aber ich sehe das mit sehr großer Sorge. Aber ist es nicht einfach so, was heißt einfach? Nichts ist einfach an dieser EU. Sie haben es ja gerade erwähnt, die verschiedenen Institutionen, die ja durchaus von Superexperten auch als demokratiedefizitär beschrieben werden, wie Entscheidungen so wahnsinnig undurchsichtig sind, wer für was zuständig ist, wer was dann absegnen muss. Wir haben es vielleicht für uns immer ganz interessant, am anschaulichsten immer an dem Beispiel oder oft an dem Beispiel Türkei, weil die Türkei aufgrund ihrer sehr häufigen Inhaftierung von irgendwem, der halt gerade irgendwie nicht passt, werden Leute in den Knast gesteckt und es gibt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der in der Regel irgendwann dann tatsächlich diese Fälle ja beurteilt und auch verurteilt. Da passiert gar nichts, das hat keinerlei Auswirkungen. Jetzt ist zwar die Türkei nicht in der EU, wäre dieser Staat in der EU, der dann müsste dann erst vom Europarat ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren und so weiter. Also es ist halt ein bürokratischer Krieg, der da sozusagen dann geführt wird. Und das
glaube ich jedenfalls, nur so kann man, glaube ich, die EU beschreiben. Die EU versucht mit unkriegerischen Mitteln Konflikte zu lösen, die sonst, was ist die Alternative, wäre die Frage. Ne? Also all die Situationen, die du jetzt für Polen beschrieben hast, die man auf ähnliche Weise für Slowenien, für Kroatien, für Ungarn beschreiben könnte, die sich gerade was den Westbalkan anbetrifft, sehr krass gerade von Europa abwenden. Vielleicht nochmal auch dahin zu gucken, es gab, haben Sie ja vielleicht alle mitbekommen, es gab große Schimpfe von der EU an die Kroaten, weil die Kroaten die Flüchtlinge schlagen. Also zurück über die bosnische Grenze außerhalb der EU, also den Kroaten überhaupt eine Außengrenze. Aber gut, andere Debatte. Aber sie haben dann Schimpfe bekommen, weil Journalisten haben das dann nun mal filmen können. Das geht aber im Übrigen auch schon seit 2-3 Jahren, weiß man, dass das passiert. Das wurde so lange halt so ein bisschen verschleppt. Ach naja, irgendwer hat ein Handyvideo gemacht. Jetzt gab es halt ein großes Team von tatsächlich kroatischen, slowenischen, österreichischen und deutschen Journalisten. Dann sind die ausgeschimpft worden. Der Effekt ist, dass der kroatische Präsident heute einen Schulterschluss wagt mit dem serbischen Genozidleugner Milorad Dodik. Also man kann das sicherlich nicht alles so als Konsequenz lesen, aber die Konsequenz ist nicht, dass sich der kroatische Präsident hinstellt. Der sagt natürlich offen, sagt er einmal mea culpa, ja, da werden 3 Polizisten entlassen. Aber letztlich ist es so ein Backfire-Effekt. Also er wagt jetzt einen Schulterschluss mit den nationalistischen Kräften, die in dieser Gegend eigentlich vorhanden sind. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, was bleibt eigentlich als Alternative der EU übrig? Sie können ja nur sagen, okay, dann wieder raus mit euch. Dann halt raus aus der EU, ihr habt hier nichts verloren. Und die Frage ist, ist das die Alternative? Also muss man dann vielleicht am Ende sagen, ja, dann ist das die letzte Konsequenz? Dann werden die Staaten halt wieder entlassen, wenn die nicht mitspielen. Was würden Sie da als Haltung möglich finden? Das eine sind rechtliche Konsequenzen, wo es einen Instanzenweg gibt, den man gehen kann oder muss. Aber das andere sind ja politische Konsequenzen. Ja? Wer spricht wann, für wen und in wessen Namen? Und da will ich ja, warum das auch alles so verhuscht ist, gibt es überhaupt einen Konsens der EU-Staaten, dass man Flüchtlinge aufnehmen will? Also ist das ein Konsens? Sind wir uns da alle einig? Ich glaube ja nicht. Und ich glaube nicht, dass das was nur mit extrem rechten Regierungen zu tun hat, sondern dass man da weit bis in konservative, bis in sozialdemokratische, auch bis in grüne Parteien Flügel und Leute findet, die das nicht so wollen, weil das sind die hässlichen Bilder an der Grenze, die es dann leider geben wird, wie es unser Altbundeskanzler ausgedrückt hat. Aber man ist schon froh, wenn es irgendjemand macht, weil man so richtig darauf einigen, dass man ein Staatengebilde ist, dass man als EU sagt, ja, es gibt ein Asylrecht und es gibt sichere Wege, wie man das in Anspruch nehmen kann und es gibt Erstaufnahmezentren und es gibt in den Kriegsgebieten oder in den Krisengebieten schon Möglichkeiten, einen Asylantrag zu stellen. Das gibt es ja alles nicht. Und dann ist es kein Wunder, wenn genau diese Regierungen, die genau diese Leute an der Spitze haben, das genauso dann auch machen und wenn es dann einfach eine lauwarme Reaktion gibt und nichts weiter. Und wenn man sich als EU nicht darauf einigen kann, dass das Menschenrecht auf Asyl gilt und das nicht mit Leidenschaft verteidigt, wozu dann noch? Also zum Flüchtlingsproblem will ich gleich noch was sagen, aber vorher noch was zu Slowenien, Kroatien, Ungarn und Polen. Also ich glaube, wir müssen 2 Begriffe von Europa unterscheiden. Einen enger gefassten institutionell-politischen Begriff von Europa und dem, was man die europäische Kultur nennen könnte. Und da ist nun interessant, dass wir offensichtlich der Meinung sind, dass Kroatien, Slowenien, Polen und Ungarn zur europäischen Kultur gehören. Warum denn eigentlich nicht Russland? Russland haben wir auch in unseren Gesprächen so gut wie die ganze Zeit außen vor gelassen, obwohl das ja in irgendeiner Weise auch Europa ist. Darum sage ich jetzt, und wenn wir uns damit abgefunden haben, ob das klug ist, ist eine andere Frage, dass Russland nicht dazugehört, dann könnte man es auch verschmerzen,
wenn Slowenien oder Polen auch nicht mehr dazu gehören? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Naja, das ist natürlich, also, und ohne jetzt dem amtierenden Präsidenten von Russland in irgendeiner Weise Sympathie zu hegen, aber natürlich, also es ist, das ist schon, das tut weh, ne? Weil man irgendwie denkt, ach, das ist ja ein klarer Kontinent, aber wenn man das so denkt, ja, dann gehört Russland dazu. Kontinental, kulturhistorisch, literaturhistorisch, politisch. Aber gibt es vielleicht noch Fragen hier aus dem Publikum? Bitte schön. Waren Sie ganz kurz auf das Mikro? Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Geduld, als Sie jetzt aufzubringen bereit sind, gerade im Fall Polen. Das ist ziemlich schlimm, was sich da abspielt, aber denken Sie mal zurück, das können Sie gar nicht mit wahrgenommen haben, wie lange bei uns diskutiert worden ist über Schwangerschaftsabbruch. Das hat sich über Jahrzehnte hingezogen, Herr Brubnik wird das bestätigen können. Ähnlich sieht das aus mit der Handlungsfähigkeit. Wir gehen, glaube ich, auch von falschen Europabildern aus. Wenn wir annehmen, das könnte alles von Brüssel her dirigiert werden, kann es nicht. Es ist nicht mal eine richtige Konföderation, die wir haben in Europa, geschweige denn eine Föderation. Alles muss mit sämtlichen Mitgliedsländern abgestimmt werden. Die Kommission hat einen ganz geringen Handlungsspielraum und da muss ich jetzt ein böses Zitat bringen. Irgendwann hat sich wohl mal ein Papst, Pius XII. Oder noch davor, jedenfalls zu Stalins Zeiten, über Russland beklagt. Und da hat Stalin zurückgefragt, wie viele Divisionen hat der Papst? Und so ähnlich ist es mit der EU. Die EU hat keine gemeinsamen Divisionen, mal abgesehen davon, dass eine militärische Lösung sowieso nicht in Frage kommen sollte. Ja. Und dann vielleicht noch ein Satz, Russland. Das ist eine traditionelle Trennung. Hier das christlich-westliche Europa, Katholizismus und ein bisschen Protestantismus. Und dort die immer rückständigen Orthodoxen. Und das schleppt sich durch. Danke. Ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, über die Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, denn sie dauert ja an. Also sie sind ja immer noch kriminalisiert. Abtreibung steht immer noch im Strafrecht. Und das soll jetzt zwar besser werden alles mit Olaf Scholz, aber wir wissen es noch nicht. Und ich würde in der Hinsicht Polen nicht nur als das Land betrachten, was halt qua Definition immer ein paar Jahrzehnte hinter Deutschland zurückhinkt oder so, sondern in Polen wird es schlimmer. Also es ist nicht so, dass einfach nur die Diskussion um die Legalisierung von Frauenrechten auf Abtreibung irgendwie sich zieht, sondern die Rechte werden weiter beschränkt und abgeschafft. Also das ist die falsche Richtung im Moment. Deswegen denke ich, Geduld reicht ja nicht. Und im Moment wird von so NGOs die Arbeit übernommen, die auch europäische Staaten leisten könnten, nämlich indem sie zum Beispiel Abtreibungspillen nach Polen bringen, teilweise mit Drohnen. Teilweise einfach mit Leuten, die da einreisen und diese Pillen vorbeibringen, das könnten auch andere Staaten machen. Das müssen nicht unbedingt ehrenamtliche Aktivistinnen tun. Das wäre für mich mal ein starkes europäisches Signal und nicht zu sagen, ja, naja, Polen braucht ein bisschen länger, aber wir sind ja hier schon ein bisschen weiter. Also, um das zu ergänzen, ich weiß von Initiativen, die polnische Frauen mit Autos und Bussen nach Wien bringen und Ärzte und Ärztinnen, die das quasi pro bono übernehmen, den Schwangerschaftsabbruch und den dann wieder zurück. Und das wird dann irgendwie so auch aufgrund von Familie und oft junge Frauen so als Urlaubstrip, irgendwie Wochenendtrip, Partytrip, wir haben jetzt Lockdown, aber Partytrip nach Wien verkauft. Und das ist halt eine Realität im Jahr 2021 in Europa. Und das ist schon mehr als, also die Hoffnung sinkt so, dass das von alleine besser wird, weil so schaut es nicht aus, sondern man ist jetzt wieder ein bisschen so zurückgeworfen in eine Zeit, wo man Frauen rausschmuggeln muss, damit sie einen Schwangerschaftsabbruch bekommen.
Aber es gibt ja sozusagen, es gibt ja eine Idee, also die Idee der Subsidiarität unter anderem, die die EU verfolgt. Ich musste das vorhin auch nachgucken, ein zentraler Pfeiler der EU, also die Ansage, das Versprechen, dass möglichst lokal und klein Probleme gelöst werden. Also sozusagen der Versuch, möglichst weit weg von sowas wie einem Zentralstaat zu kommen und die Probleme da anzugehen, so wie wir es jetzt in dieser Pandemie, in dieser unsäglichen ja auch erleben. Also der Ruf danach, regional zu regeln, je nachdem, was halt benötigt wird und wie die Situation da ist. Der, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich glaube doch, die Mehrheit verwirrt. Also diese regionale Regelung macht alle irgendwie kirre, weil keiner eigentlich mehr weiß, was Sache ist. Das mag jetzt speziell klingen und speziell sein, aber ich glaube, insgesamt wäre es ja schon eine Frage danach, muss die EU zentralistischer werden, um zum Beispiel mehr Zugriff dann auf so eine Situation wie in Polen zu haben? Wäre das ein Weg, den Sie gehen würden oder dem Sie was abgewinnen könnten? Ich finde schon, aber wir müssen uns überhaupt hier auch auf dem Podium und wir alle hier im Raum entscheiden, wollen wir eher geschichtsphilosophisch oder realpolitisch diskutieren? Das ist die Frage. Wenn wir realpolitisch diskutieren, dann würden wir solche Fragen diskutieren, mehr Zentralismus. Und ich kann sogar an Wolfgang Schäuble erinnern, der vor irgendwelchen 15, 20 Jahren für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gewesen ist. Also so ein Kerneuropa, das dann in der Tat zentralistischer wäre und andere, die so am Rande stehen. Also ich glaube, darüber müssten wir uns klar werden, was wir eigentlich wollen. Also geschichtsphilosophisch gesehen ist die Sache klar. Solche Prozesse dauern verdammt lange. Also die USA wurden 1796 gegründet. 70 Jahre später gab es einen mörderischen Bürgerkrieg, weil ein großer Teil des Landes nicht bereit war, die Sklaven zu befreien. Und wiederum mehr als 100 Jahre später haben wir immer noch einen antischwarzen Rassismus, wie die Black Lives Matter-Bewegung bezeugt. Also das müsste man jetzt diskutieren. Und also wenn wir jetzt noch in der politischen Partei wären, dann hätte man vermutlich Vorschläge, was jetzt als Nächstes zu tun wäre. Mehr Zentralismus, aber unter welchen Bedingungen? Das würde ich auch diskutieren wollen. Also soll die EU, weil wir, also EU, Europa verwenden wir auch sehr synonym, aber soll die EU einfach ein kapitalistischer Superblock werden gegen die USA und gegen China und man hofft, dass man sich da irgendwie die halt dabei sind, drunter huschen können, damit sie nicht gefressen werden? Oder kämpft man quasi für ein auch zentralistisches Europa, aber unter solidarischen Bedingungen, unter Bedingungen, wo es nicht nur in dieser Superblock-Logik existiert, damit man in der Geopolitik oder in der weltweiten Wirtschaftspolitik noch was zu sagen hat? Also ich würde sagen, also wenn, dann würde ich für ein sozialstaatliches Europa kämpfen. Mir fehlt inzwischen die Fantasie, mir vorzustellen, wie ein nicht kapitalistisches Europa aussehen sollte. Weiß gar nicht, was das heißen würde. Also wenn es denn sozialstaatlich wäre, wäre es ja schon gut genug. Ja, daran anschließend vielleicht, oder gibt es nochmal die Frage ans Publikum? Es ist ja hier, soll ja... Die sollen ja eigentlich zu Wort kommen, dürfen, können. Mikros sind da. Ja, bitte. Meine Frage bezieht sich jetzt nicht gerade auf einen aktuellen Stand der Debatte, aber nach Ihrem Vortrag eben, Frau Strobel, habe ich gedacht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, der Begriff Europa feit sozusagen nicht vor Faschismus. Meine Frage so realpolitisch wäre, haben Sie den Eindruck, dass der rechte Rand in Österreich und in Deutschland Europa gerade gut nutzt und instrumentalisiert für ihre Sache und dass das irgendwie zieht oder ist Europa den Leuten dafür zu egal? Aktuell zieht
parlamentarisch, außerparlamentarisch diese ganze Corona-Leugner-Geschichte. Das ist einfach das Thema Nummer eins in allen Ländern, wo ich gerade den Blick drauf habe. Und da geht es um die ganz große Weltverschwörung. Und da spielt die EU zwar eine Rolle, aber ist nicht das ganz große Thema. Die EU ist immer so ein Go-To-Thema. Ja? Wenn man gerade nichts hat oder wenn man gerade was braucht, dann kann man das immer noch wieder ziehen und sagen, wie du gesagt hast, mit den Gurken und die Bananen, die dann sind, das ist so ein Klassiker, der ist so doof und das geht immer wieder. Aber natürlich, das ist interessant, weil zu Beginn der Pandemie hat man diese Pattsituation mit der Türkei gehabt, wo Erdogan die geflüchteten Menschen in dieses Niemandsland zwischen Türkei und Griechenland hingetan hat und gesagt hat, ja, da viel Spaß. Und jetzt haben wir eine ganz ähnliche Situation mit Belarus. Und damals war es der extremen Rechten extrem zuwider, dass die Pandemie gekommen ist, weil sie wären sehr gerne, hätten sie den Fokus auf diese Auseinandersetzung mit Türkei und geflüchteten Menschen gehabt. Und jetzt ist es eigentlich die umgedrehte Situation. Ich glaube, jetzt wäre es ihnen sehr recht, wenn man bei dieser Impfpflicht und Masken und was nicht was bleibt und gar nicht so sehr von dem Thema abkommt. Aber es spielt auch ineinander, sie versuchen es auch zu verbinden. Ja, freilich würde ich, da geben Sie mir sicher recht, mit Blick auf Frankreich sagen, dass es da ja noch eine andere Demagogie gibt, die Demagogie von Eric Zemmour. Und das ist nun schon in gewisser Weise so eine faschistisch-europäische Ideologie, die denn dann sagt, alles, was irgendwie mit Muslimen zu tun hat, nicht nur die nicht mehr reinlassen, sondern, und Zemmour, so geradezu rechts von Marine Le Pen, geht so weit sogar zu sagen, also die brauchen wir nicht, die sollen wir auch wieder, unabhängig davon, wie lange sie schon hier gelebt haben, wieder abschieben. Also das ist neben der Corona-Epidemie noch ein weiterer Akzent, der in gewisser Weise, wir sind hier ein bisschen glücklicher, schon auch die AfD mit befeuert hat, soweit ich das sehe. Bitte schön. Danke. Was mich sehr interessiert, ist auch, weil das jetzt schon ein paar Mal anklang, dieses Muslimische und die Türkei. Es gibt ja auch andere Länder, die gerne beitreten würden, Bosnien, Albanien. Und jetzt gab es diese Europa-Definition. Und auch die Türkei war, ich weiß nicht, die hat sich in den 60ern oder 70ern, glaube ich, beworben das erste Mal und hatte auch da schon Phasen, wo sie progressiver war, teilweise in den 90ern, in den frühen 2000ern. Erdogan ist auch irgendwann tot und das Land kann sich auch in eine andere Richtung entwickeln. Kann Europa auch nicht christlich sein und ein bisschen jüdisch? Also ich würde sagen, ja, weil ein recht verstandener Islam sich natürlich in gleicher Weise auf diese von mir genannten antiken Kulturen rückbezieht. Das müsste man sich dann im Näheren ansehen. Wie gesagt, jetzt würde ich dilettierenderweise sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Prophet selbst ein Flüchtling. Wenn ich es richtig gelesen habe, finden sich im Koran nicht wenige Hinweise auf Ibrahim und also diese Geschichte, in der die Fremden also auch eine wesentliche Rolle spielen. Und also aus meiner sehr abgehobenen philosophischen Perspektive würde ich sagen, ein recht verstandener Islam verträgt sich absolut mit europäischer Identität. Umgekehrt gilt, dass ein missverstandenes Christentum oder ein missverstandenes Judentum der europäischen Idee auch widersprechen. Ich würde auch sagen, also angesichts dessen, was wir an fundamentalistischem, ins Rechtsextreme neigendem Christentum in Europa vertreten haben, auch da wieder Polen, aber nicht nur Deutschland, würde ich da locker auch mit reinzählen, wenn ich mir angucke, was in
katholischen Kreisen politisch so gefordert wird bezüglich Frauen und LGBT-Rechte, würde ich sagen, hat man überhaupt nicht das Recht, irgendwelche Religionen oder Nicht-Religionen auszuschließen, weil das Christentum macht es echt nicht besser als irgendeine andere Religion. Also wirklich nicht. Ich wäre froh, wenn das Christentum in Europa weniger zu melden hätte, in Anbetracht dessen, wie es im Moment läuft. Zumal der Islam in, also anerkannte Religionsgemeinschaft ist in ganz vielen europäischen Ländern, ich hoffe in allen, aber in ganz vielen, bin mir bei ein paar so kleinen Staaten nicht sicher, aber insofern quasi auch rein pragmatisch sehe ich den Widerspruch nicht. Natürlich würden es die entsprechenden politischen Kräfte nutzen, quasi um in ihre Radikalisierung sich da noch weiter reinzulehnen, aber das soll dann ja nicht abhalten oder man soll sich vor sowas nicht fürchten, aber das wäre natürlich eine Reaktion auf das Ganze. Vielleicht kann ich nochmal den Augenblick nutzen, Herr Brumlik, seien Sie mir nicht böse, aber ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden in Ihrem Vortrag, was die Gleichsetzung von dem Bewohner, dem Einwohner. Ich habe nicht ganz verstanden, Sie haben ja die Philosophin Donatella di Versace. Cesare. Ich kenne sie nicht. Donatella di, wie jetzt nochmal? Cesare. Di Cesare. Zitiert, indem sie vergleicht, jeder Bewohner, jeder Einwohner ist ein Migrant. Vielleicht können Sie noch mal konkretisieren, was Sie genau damit meinen? Weil so ganz klar ist es mir nicht. Das ist die Idee. Also natürlich gibt es Leute, die irgendwo geboren sind und ihr Lebtag lang dort gelebt haben. Aber wenn man sich das Ganze nur ein bisschen familiär verlängert, dann zeigt sich natürlich, dass alle, die irgendwie Einwohner sind, in gewisser Weise auch, nehmen wir den neudeutschen Begriff, Zugewanderte sind. Das ist das eine. Und die andere Frage, und das ist dann nun, da kann man sich damit die Cesare streiten, eine psychologische, eine sozialpsychologische Frage, wie fremd ist man eigentlich im eigenen Land? Was ist eigentlich dieses Prinzip, dass eine oder einen zu autochthonen Person macht? Also diese Begriffe versucht sie in Frage zu stellen. Aber glauben Sie, dass es was bringt, diese Definition hinzu, sind wir nicht alle letztlich irgendwie mit einer migrantischen Geschichte ausgestattet? Also ich bin immer sehr skeptisch bei dieser Art von Argumenten, weil erstens, es gibt ja Leute, die ihr Leben lang und seit Generationen quasi in demselben Dorf wohnen und zweitens, also muss man selber irgendwie migrantische Anteile in sich haben, um dann daraus folgend den moralischen Anspruch der anderen anzuerkennen? Ich finde, das ist ein bisschen wie, wenn man Frauenrechte damit begründet, wie, ja, sie hätte doch deine Tochter oder Mutter oder Schwester sein können. Ja, aber sie ist halt auch einfach ein Mensch. Also ich weiß immer gar nicht, ob das was bringt, Definitionen auf diesem, was man alles angeblich selber in sich hat, aufzubauen, wenn man es auch anders haben kann. Es sind zwei Argumente. Also das eine ist eines der Fundamente der westlichen Kultur. Also die biblischen Wanderungserzählungen, einen Fremden sollst du nicht bedrücken, denn selbst warst du ein Fremder im Lande Ägypten. Das ist zunächst mal was grundsätzlich, so sehe ich es jedenfalls, Altruistisches. Und das andere Argument ist, es müssen ja nicht 100% einer Bevölkerung sein, die migrantische Wurzeln haben. Aber es würde doch sehr helfen, sich das alleine zu Bewusstsein zu bringen. Also wenn man sich etwa die Geschichte dieses Landes ansieht, also diese Millionen von Heimatvertriebenen, die also nach 1945 in den Westen gekommen sind und dann mehr oder weniger konfliktfrei aufgenommen worden sind. Also ich glaube schon,
dass das hilft, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen. Also so im Sinne der Psychologie oder Moral, ist jetzt keine Philosophie, ist das eine sinnvolle Erinnerung? Ich glaube nicht. Und so wenig ich mich auskenne, wenn ich jetzt irgendwas mit Polen zu tun hätte, würde ich sagen, in Polen kann man sich auch daran erinnern, dass nicht zu wenige von der stalinistischen Sowjetunion nach Westen vertrieben worden sind. Ja. Ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist. Und zwar gab es ja vor einer Weile diesen Trend, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, diese DNA-Tests. Man konnte so eine Spuckeprobe einschicken in ein Labor und dann wurde unter super dubiosen, quasi astrologischen Methoden irgendwie ermittelt, zu welchem Prozentsatz man angeblich mitteleuropäisch und oder grönländisch und oder südostasiatisch ist in seinem Erbmaterial. Und dann gab es von diversen Reiseunternehmen gesponserte Werbevideos für diese DNA-Tests, wo es dann hieß, ich habe jetzt endlich erkannt, ich bin auch zu 8% Afrikanerin und irgendwie zu 2% komme ich aus der Antarktis oder was. Deswegen will ich da unbedingt auch mal hin, um meine Wurzeln zu entdecken und so. Ja? Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war so eine Art Esoterik bezüglich der eigenen genetischen Zusammensetzung. Und wurde aber auch sehr gefeiert im Sinne von, wenn wir erst endlich alle erkannt haben, dass wir alle irgendwie eigentlich Migranten sind und aus Afrika kommen oder was, dann können wir den anderen die Hand reichen. Und erstens glaube ich, dass es faktisch so nicht funktioniert und zweitens verkennt man damit, also jetzt zum Beispiel, ich komme aus Polen, bin in Berlin aufgewachsen, meine Familie ist gemischt mit Schweden, Brasilien, allen möglichen Ländern und aber man sieht es mir nicht an. Wenn ich auf der Straße lang laufe, erlebe ich keinen Rassismus, weil niemand weiß, dass ich in Polen geboren bin, im Gegensatz zu anderen Leuten, denen man ansieht, dass sie woanders geboren sind oder dass ihre Eltern woanders geboren sind. Und ich glaube, dass dieses, wir sind eigentlich am Ende alle Migranten, ein bisschen zu kitschig romantisierend ist bezüglich der Tatsache, ob wir alle im selben Boot sitzen, wenn wir es eigentlich gar nicht tun. Aber eigentlich habe ich abgelenkt mit dieser Frage, oder? Aber ich wollte es irgendwie anbringen. Ach nö, abgelenkt nicht. Also vielleicht nochmal einen Perspektivwechsel auch einbringen. Naja, wenn man schon dieses, es ist ja sinnlos, sich selber zu identifizieren mit Vorfahren siebter Stufe oder so. Aber ich, wenn man mal nicht nur an das Einwandern denkt, sondern ich könnte ja auch auswandern. Ja, also das ist noch eine andere Perspektive, als das nur von dem Ort, wo jemand hingeht, sondern auch, es gibt auch die Orte, von wo Leute weggehen, ja, und dann woanders wieder hin. Das ist vielleicht eine komplementäre Perspektive nochmal. Also. Ja, sowieso ist natürlich unsere aller Diskussion hier wirklich aus dem, wie ich es eingangs gesagt habe, das ist aus dem Herzen der EU geführt, ne? aus einem sehr bequemen Ort. Also weiß nicht, ob wir alle, aber jeder hat vielleicht ja auch Kontakte irgendwie an die Ränder, Polen, Kroatien, whatever. Dort sieht man natürlich auf sowas wie Deutschland wie das gelobte Land. Da wollen alle hin. Und zwar trotz der liberalen Gesetzgebung, obwohl hier Schwule und Lesben Händchen haltend und knutschend auf der Parkbank sitzen. Das wollen die zwar bei sich zu Hause nicht, aber sie wollen trotzdem hierher, weil das das gelobte Land ist, für was natürlich mit Geld verbunden ist, mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dann nimmt man halt in Kauf, dass dann halt auch dieser andere Kram da irgendwie noch so ist. Und ich glaube, dass die Erfahrung der meisten Leute ist, die zumindest eine Weile lang in so einem Land wie Deutschland gelebt haben, zurückkommen und die kriegen da schon was mit. Also die nehmen auch was mit zurück. Die sind, glaube ich, wenn wir es jetzt bei dem Begriff Fremden haben, die sind vielleicht nicht komplett entfremdet, wenn sie zurück in nach Kroatien, Polen oder wohin auch mal kommen, aber sie nehmen schon mit etwas mehr Befremden zur Kenntnis, was da ist. Es ist die einzige Hoffnung, die man zumindest haben kann, dass es so ist. Meinung dazu. Oder sie sind schwul oder lesbisch und wollen auf der Parkbank knutschen. Ja, also, das aber sowieso. Aber dann verlassen sie die Länder in der Regel, meiner Erfahrung, sowieso irgendwann. Ja, das stimmt. Die, also es ist anekdotisch, aber die
aus meiner Generation, wenn ich da ganz, also gab es eine ganz starke Fluchtbewegung natürlich aus Balkankriege und die Kinder, die damals mit mir in die Volksschule gegangen sind, sind jetzt natürlich auch so alt wie ich und die Eltern sind mit diesen Kindern geflüchtet als Babys im Bauch oder dann hier auf die Welt gekommen. Und die Erfahrung ist ja dann nicht nur, dass man dann hierher kommt und all diese gesellschaftlichen, liberalen Vorstellungen hat, kommt auch darauf an, wo man sich dann niederlässt und ob das Wien oder irgendein Ort in Tirol ist, sondern die Erfahrung ist ja auch eine materielle Erfahrung. Die haben dann ganz oft, wie das auch ganz oft so ist bei Menschen, die fliehen, Arbeiterinnenjobs gehabt. Ja? Das heißt ganz oft das, was man handwerklich halt konnte, oder Hilfsarbeiterjobs, weil nichts natürlich anerkannt worden ist, egal was man dann davor gemacht hat. Und Frauen ganz oft Putzfrauen waren, ja, und zwar, und das ist schon zu so einem gesellschaftlichen quasi Klischee-Vorstellung geworden, die dann illegal beschäftigt und alles in ganz prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Das heißt, die nehmen ja nicht nur die Perspektive mit, dass sie hier mehr gesellschaftliche Liberalität erfahren haben, sondern sie nehmen auch eine Klassenperspektive mit, die vielleicht gewechselt hat, vielleicht nicht gewechselt hat, das ist individuelle Biografie, aber dass sie hier ganz klar kollektiv in einer Klasse zugeordnet worden sind und es ist eine Arbeiterinnenklasse und das prägte natürlich auch die Generationen danach, die dann auch aufstieg und so, also ganz oft aufstieg, weil Schule und so weiter erfahren haben. Aber das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir hier ja nicht nur von also so einem, die Menschen fliehen und dann ordnen sie sich in eine Gesellschaft ein und dann müssen sie mit Gesellschaft zurechtkommen, sondern dass sie hier auch materielle, also materiell eingeordnet werden und klassenmäßig eingeordnet werden und sich neu aufbauen, klingt immer so schön, aber der Platz ist mal ganz unten. Und diese Perspektive ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir über Asyl reden, weil Asyl ist das eine Recht, aber quasi das Recht auch dann zu haben, zu arbeiten und welche Arbeiten das dann sind und so weiter, das ist die nächste Perspektive. Und das heißt, wenn man für ein, was ich natürlich tue, was man eigentlich in Frage stellen kann, was keine Debatte ist, das Menschenrecht auf Asyl, aber die nächste Frage ist, wie behandelt man die Menschen denn danach, wenn sie Asyl bekommen oder subsidiären Schutz oder was auch immer. Und da hört es dann auch oft bei den besten und noch liberalsten Vorstellungen auf, weil dann überlässt man die Leute sich selbst und dann werden sie untergeordnet in dieser Gesellschaft. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum, aus dem Internet? Aus dem Internet hätten wir tatsächlich noch eine. Die ist auch ganz witzig, weil sie richtet sich ans ganze Podium und stellt die Frage nach der geringen Wahlbeteiligung bei den Europawahlen in eigentlich fast allen Ländern. Die Aufforderung ist jetzt sozusagen, stellen Sie sich vor, Sie sind die Wahlleiter oder managen die Öffentlichkeitsarbeit für diese Wahl. Wie würden Sie den Wahlberechtigten die Teilnahme an der Europawahl schmackhaft machen? Wie genau ist die Frage? Wie man Wahlberechtigte zur Wahlurne bekommt für die Europawahl. Fragt das jemand aus dem Europaparlament, kannst du gucken, wer das soll ich anfangen? Ja, das ist natürlich dieselbe Frage wie bei allen Wahlen. Wenn es die Leute nicht juckt, kann man sie nicht zwingen. Und bevor Leute sich dann mit extrem kurzer Recherche auf YouTube irgendwelchen populistischen Freaks und Faschos ranhängen, bin ich ja froh, wenn sie nicht zur Wahl gehen. Also das heißt nicht, dass ich es gut finde, so wie es ist, aber ich glaube, man kann politisches Interesse nicht erzwingen. Und natürlich wäre es immerhin schon mal was, wenn zum Beispiel JournalistInnen
also und überhaupt die Medien allgemein Europapolitik vielleicht ein bisschen, ja, also es ist ja nicht so, dass es nicht darüber berichtet wird, aber ich glaube, es ist doch immer noch so, es läuft so ein bisschen fast nebenher wie die Börsennachrichten, die die meisten Leute eher ignorieren. Also irgendwas ist in Europa passiert auf politischer Ebene. Es gibt auch diesen, ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, aber bezüglich Bundes- und Landespolitik ist man irgendwie zum Personal und diesem ganzen Klatsch und Tratsch, den es, was kümmert mich, ob Robert Habeck Müsli mit Wasser gegessen hat, ja, aber ich weiß es, weil er das in irgendeinem Interview erzählt hat, so, über Europapolitik.